Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt 4 Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Runter vom Gas, Mensch, das bringt doch nichts. Scheiße. Jetzt hör schon auf, wir sinken nur noch tiefer ein. So eine gottverdammte Scheiße! Jetzt krieg dich wieder ein, Rudi. Weißt du, wo wir hier sind? Keine Ahnung, im Wald. Die Stelle ist gut. Ja, Sören, ich will weg. Ja, glaubst du, mir gefällt's hier? Aber der Typ im Kofferraum gräbt sich nun mal nicht selbst an. Wir hätten ihn einfach irgendwo in den Graben werfen sollen oder an einem See versenken. Dann wären wir längst zu Hause. Ja, und in einer Woche im Knast. Wenn du dahin willst, ich hab was Besseres vor in den nächsten 15 Jahren. Ja. Keine Leiche, keine Bullen, verstehst du? Ist ja gut. Ich hab's ja kapiert. Mensch. Wo du uns dann nur reingeritten hast. Wer, ich? Also, darüber reden wir doch raus jetzt. Ein Scheißtag war das. Wenn mir jemand am Morgen gesagt hätte, dass ich mitten in der Nacht bei Wind und Wetter mit einer Leiche im Kofferraum durch die Gegend fahre, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Dabei hatte der Tag so gut angefangen. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte das Ganze noch mal auf Anfang drehen. Einfach so. Wie ein Tonband. Der heißeste Tag des Jahres. Von Andreas Götz. Regie Petra Feldhoff. Hallo ihr da draußen. Wochenende. Wälzt ihr euch noch in euren durchgeschwitzten Betten oder liegt ihr schon am Wasser? Es ist 11 Uhr durch und das Thermometer steht bei sensationellen 35 Grad. Das wird definitiv der heißeste Tag des Jahres. Wie das duftet. Frischer Kaffee. Hast du alles gekriegt, Schatz? Mohnbrötchen mal raus. Ich habe Sesam genommen. Ist doch okay? Aber sicher, gib mal her. Na, mein süßer kleiner Fratz, gibst du dem Papa einen guten Morgenkuss? Nö. Na, mach schon, Emily. Ich will aber nicht. Na, komm her, du kleines Frettchen. Jetzt lass sie halt hören. Ich mach doch nur Spaß. Mir ist langweilig. Ach, du hast so viel Zeug, Emily, die ganzen Puppen und Mr. Frosch und die Bauklötze und das Einhorn. Wie kann dir das dauernd langweilig sein? Jetzt kommt an den Tisch, frühstücken. Schmierst du mir einen Toast, Liebes, mit Marmelade? Hier steht, dass die Hitzewelle große Schäden in der Landwirtschaft anrichtet. Und die Waldbrandgefahr, die wächst. Du liest jetzt aber nicht die Zeitung, oder? Ist ja gut, sie ist schon weg. Hier, dein Toast. Danke, Schatz. Ging wieder hoch her gestern Nacht, hm? Drüben, meine ich, bei Gitte und Rudi. Ich frag mich, wovon die essen. Da ist doch kein Teller mehr ganz bei denen. Von Pappteller nehme ich an. Würde ich Ihnen generell empfehlen, machen keinen solchen Krach, wenn man sie gegen die Wände wirft. Sören, ich finde das nicht witzig. Es gibt noch eine Katastrophe, wirst sehen. Ja, der Rudi ist eigentlich so ein lieber Kerl. Wie bitte lieb? Also ja? Weißt du, ein grober Klotz ist der. Und dass ihr beide so dicke Freunde seid, das kapiere ich sowieso nicht. Ihr seid total verschieden. Naja, komm, also so dicke Freunde sind wir auch wieder nicht. Du solltest mal mit ihm reden. Der schlägt nämlich die Gitte sonst noch tot. Ich mische mich da nicht ein. Und du auch nicht, klar? Außerdem geht er doch zur Therapie. Nicht mehr. Was? Hat er gar nicht erwähnt? Seit wann denn nicht mehr? Mindestens 4 Wochen. Naja, wie auch immer, das ist nicht unsere Sache. Mir ist langweilig. Bist du schon fertig, Emily? Ja. Du hast doch nur ein halbes Brötchen gegessen. Ich mag nichts mehr. Na komm, eins noch. Ich mag nichts mehr. Iss noch ein Brötchen. Jetzt lass sie doch, Mensch, wenn sie nicht will. Wenn man ihr immer gleich nachgibt, dann... darf man sich nicht wundern. Ja. Mhm. Wenn du es hier nicht aushältst, Emily, dann spiel halt im Hof. Wozu habe ich dir den Ball gekauft? Bleib aber im Schatten, ja? Du verträgst die Hitze nicht. Emily ist gerade in einer schwierigen Phase. Ja, das höre ich, seit sie auf der Welt ist. Wenn du denkst, dass du es besser weißt, aber nein, ja? Sabine, du bist die beste Mutter der Welt, okay? Mensch, sei doch nicht so empfindlich. Man wird doch mal was sagen dürfen. Also das nervt jetzt irgendwie auch. Emily, nicht hier! Geh rüber zu den Garagen, da störst du keine Menschenseele. Was soll denn das? Hey, du da! Hör sofort auf damit! Verzieh dich hier! Das ist mein Platz! Hm? Also. Danke, dass Sie mich mitnehmen. Ich fahre ja eh in die Stadt. Und schlimmer als meine Sau im Anhänger stinkst du auch nicht. Sehr witzig. Wirklich sehr witzig. Eine Hitze ist das schon am Morgen. Ja, verdammt heiß. Fürs Korn ist so eine Hitze ja mal ganz gut. Verliert Feuchtigkeit. Zu heiß und trocken ist aber auch nichts. Apropos Korn, wie sieht's denn aus? Hä? Einen Schluck könnte ich wohl vertragen. Ihr Penner habt doch immer was Hochprozentiges dabei, oder? Ach, lass mal gut sein, Frieda. Mein Neffe, der ist Schlachter, weißt du? Und für mich schlachtet er auch samstags. Wie praktisch. Ich mach die Landwirtschaft ja nur zum Eigenbedarf. Ein bisschen Fleisch, Milch, Gemüse, Kartoffeln. Klar, einfach in den Supermarkt gehen wäre bequemer. Aber ein Mann braucht doch was zu tun, oder? Klar. Ja, was kommt denn da? Na, ihr beiden, wo fahrt ihr denn hin? Nur so durch die Gegend. Ja, ein bisschen cruisen. Ja, cruisen mit dem Mofa. Wen hast du denn auf dem Treckerbauer, Finke? Ach, den Pennbruder, den habe ich auf der Straße aufgelesen. So, so. Geht ihr ja gar nicht baden an so einem heißen Tag? Da waren wir schon. Habt den Mädels wohl genug auf die Äpfel geklotzt, ne? Kann man sagen. Na, ihr seid mir schon zwei. Ach, ich wünschte, ich wäre heute noch mal so jung wie ihr. Ach, da wird ich aber... Ja, alles klar, Baba Finke. Wir müssen los. Na, macht's mal gut, ihr beiden. Das ist Lars und Boris. Der Lars, das ist der Sohn vom Schlachter, wo ich hinfahre. So, so. Zwei wilde Kerle wie Pech und Schwefel. Du musst in der Stadt ein wenig aufpassen, weißt du? Gibt Leute, die mögen solche wie dich nicht. Was du nicht sagst. Ich gehöre nicht zu denen, nur dass das mal klar ist. Heutzutage landet einer schneller auf der Straße, als er gucken kann. Arbeit weg, Familie weg, Wohnung weg. Plups, da sitzt du schon. So geht das. So ungefähr. Du warst im Knast, oder? Wie kommst du denn darauf? Na, ihr habt ein Auge für. So, so. Was hast du denn angestellt? Mir kannst du es ruhig sagen. Hast du einen totgeschlagen? Kann schon sein. Da wären wir. Danke fürs Mitnehmen. Hey, warte mal. Was ist? Der Obstladen da vorne. Da kannst du locker 2, 3 Äpfel und Birnen mitgehen lassen. Ein paar Vitamine schaden dir bestimmt nicht. Und den Kümmeltürken geschieht's bloß recht. Wie die sich hier breit machen. Danke für den Tipp. Hallo ihr da draußen. Wochenende. Wälzt ihr euch noch in euren durchgeschwitzten Betten oder liegt ihr schon am Wasser? Es ist 11 Uhr durch und das Thermometer steht bei sensationellen 35 Grad. Siehst du denn da draußen vor unseren Obstkisten? Ja, den Penner! Übrigens, oh, was ihr auch sieht hier übel aus. Wetten, dass er gleich was einsteckt. Ach was, komm jetzt, die frischen Tomaten müssen raus. Gleich. Da, siehst du, hab ich's nicht gesagt? Na, dem werde ich zeigen. Hey, du da! Stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! Ja. Ich? Hier geblieben, Freundchen! Lass mich los, ich hab doch nichts. Dann lass mich doch mal einen Blick in deine Tüte da werfen. Das geht dich gar nichts an, was ich da drin habe. Das ist meine Privatsphäre. Silvia, ruf die Polizei. Sieh mal einer an. Birnen hat er sich auch noch gegriffen. Aber keine Polizei, ja? Kemal! Wie ich dir gesagt habe, der Penner wollte einen Apfel und 2 Birnen mitgehen lassen. Ach, ich habe so lange schon nichts mehr gegessen und da habe ich das schöne Obst gesehen. Die Äpfel, die Birnen. Ich fange gleich an zu heulen. Pack ihm ein paar von den aussortierten Orangen ein, Kemal. Sie müssen die angeforderten Stelle einfach wegschneiden. Hey, müssen wir den fürs Klauen auch noch belohnen, oder was? Jetzt mach schon. Und dann, die Tomaten müssen raus, Kemal. Wo bleibst du denn? Ja, geliyorum ya, tamam, bir dakika. Hey, Emily, jetzt hättest du mich fast umgerannt. Entschuldigung, Frau Meisenkamp. Was rennst du denn so? Da hinten, da ist ein Mann. Ich wollte bloß mit meinem Ball spielen und... Jetzt atme erst mal, Emily, und dann erzähl mir, was das für ein Mann ist. Ein großer, hässlicher, stinkender Mann. Aber er hat ja doch nichts getan. Ich wollte bloß mit meinem Ball spielen. Da hat er geschimpft und geschrien. Komm mit, Emily. Ich red mal mit ihm. So böse kann er ja nicht sein. Ich wollte bloß mit meinem Ball spielen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ist ja gut, Emily. Ich glaub's dir ja. Wieso bist du denn gar nicht beim Baden? Bei so einem Wetter? Der Mann ist groß und hässlich und der stinkt. Da bin ich ja mal gespannt, was das für ein Ungeheuer ist. Was liegt denn an, gnädige Frau? Sie haben dem Mädchen verboten, hier mit seinem Ball zu spielen. Ist das richtig? Sie macht Krach. Und ich brauche meine Ruhe. Hm? Hatte eine harte Nacht, wissen Sie. Der Platz hier gehört Ihnen aber nicht. Und Ihnen? Oder der Kleinen? Das nicht, aber es ist ein Privatgrundstück. Ja. Dann holen Sie mir den Besitzer. Und jetzt Abflug. Ich kann auch die Polizei rufen. Hören Sie, ich will ja nur ein bisschen im Schatten liegen. Was ist so schlimm daran? Dann werden Sie hier also nicht weggehen. Nicht in den nächsten paar Stunden. Hm? Schönen Tag noch. Komm, Emily, wir gehen. Mit solchen Leuten legt man sich besser nicht an. Wieso gehst du bei der Hitze nicht baden? Ich will aber bald spielen. Dann spiel doch woanders. Ich soll aber bei den Garagen spielen, hat Papa gesagt. Dann solltest du vielleicht besser mit deinem Vater reden. Auf Wiedersehen, Emily. Ich muss jetzt wirklich weiter. Warum denn? Was war denn? Ich wollte nur mit meinem Ball spielen, bei den Garagen. Aber da war so ein Mann, der ist so hässlich und wie der gestunken hat. Und der wollte mich da nicht. Und dann kam die Meisenkamp, die doofe Ziege. Die hat auch nichts gemacht. Was war denn das für einer? Keine Ahnung, so ein hässlicher Kerl halt. Und was willst du jetzt machen? Machen? Wie machen? Der darf damit nicht durchkommen. Das ist doch unser Platz, oder? Schon. Meine Mama sagt immer, lass dir bloß nichts gefallen. Mama? Ach, hallo, mein Schatz. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Warst du wieder... Warte mal kurz. Hallo, Süßer. Ja? Nee, ich bin gerade zur Tür rein. Hm. Ja, war schön. Würde ich auch gern, ja. Aber du weißt ja. Hm. Ist halt so. Ja. Ja, ich vermisse dich auch. Du, ich muss jetzt wirklich. Hm. Ich dich auch. Was wolltest du wissen? Nichts. Du schmollst doch nicht, oder? Hör mal, du weißt doch, wie das alles ist mit Oma und so. Ich muss nachts arbeiten und mit Bernd. Du magst ihn doch, oder? Bernd ist doof. Ich habe jetzt wirklich keinen Kopf für deine Launen. Hast du schon nach Oma gesehen? Ich glaube, sie ist tot. Was? Sie hat nicht mehr geatmet. Ach, guten Morgen, Mama. Bist schon wach. Wie geht's dir heute? Gut, gut, Kind. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Ach, Christine hat dir ja schon was gebracht. Gut. Ja, machst du bitte das Radio an. Aber sicher, ich komme gleich zum Waschen und Anziehen. Alt nicht, Kind, ist sensationell. Alt nicht. Ich versäume ja nichts. Das wird definitiv der heißeste Tag. Wieso erzählst du so einen Mist? Wieso tust du das? Ich dachte wirklich. Hör doch auf, dauernd erzählst du so einen Stuss. Das ist Sahara-Sand. Das ist aber nicht mein Programm, Cornelia. Wieso kommt denn da nicht mein Programm? Ich komme gleich. Hast du wieder an Omas Radio rumgedreht? Nein. Da stehst du dauernd so blöd im Flur rum. Wieso gehst du nicht in dein Zimmer? Wann ist Nelly gestern gegangen? Weiß nicht. Spät. Du warst aber schon im Bett. Ja. Und du bist auch da geblieben. Hat sie das Geld für letzte Woche mitgenommen, das ich ihr hingelegt habe? Liegt es noch da? Nee, dann hat sie es wohl genommen. Hör mal, Fräulein, so nicht, ja? Nicht in diesem Ton. Cornelia, hast du auch die Augentropfen nicht vergessen? Meine Augen brennen heute wieder. Ich komm gleich, Mama. Gehst du mal ran, Christine? Wieso denn? Ist doch eh für dich. Hallo? Nee, du, ich habe jetzt gerade... Ja, bei Bernd. Ja schon, aber das dauert jetzt wirklich länger, das zu erzählen. Ja, weiß ich noch nicht, vielleicht. Du, ich muss jetzt hier erstmal klar Schiff machen und ein paar Stunden schlafen. Ich rufe dich am Nachmittag an, ja? Ja, tut mir leid, Sandra, wirklich. Tschüss. Wieso gehst du nicht ans Telefon? Du siehst doch, dass ich gerade nicht kann. Anrufbeantworter. Weißt du was, kleines Fräulein? Du gehst mir jetzt am besten ganz schnell aus den Augen, sonst passiert noch ein Unglück. Ich will aber nicht in mein Zimmer. Dann geh runter spielen, ist mir doch egal. Cornelia! Cornelia! Ich komme, Mama! Christine! Emily! Was ist denn? Ich bin so sauer. Warum denn? Was war denn? Ich wollte nur mit meinem Ball spielen bei den Garagen. Aber da war so ein Mann, der ist so hässlich und wie der gestunken hat. Und der wollte mich da nicht. Und dann kam die Meisenkamp, die doofe Ziege. Die hat auch nichts gemacht. Was war denn das für eine? Keine Ahnung, so ein hässlicher Kerl halt. Und was willst du jetzt machen? Machen? Wie machen? Der darf damit nicht durchkommen. Das ist doch unser Platz, oder? Schon. Meine Mama sagt immer, lass dir bloß nichts gefallen. Hey, ihr beiden da! Verschwindet gefälligst, oder? Seid wenigstens leise! Wir dürfen hier auch sein und Ball spielen. Los, Emily, wirf! Könnt ihr euch den Ball nicht einfach zuwerfen? Muss er immer gegen das Tor knallen? Wir spielen so, wie wir wollen. Kann ihr nicht sofort damit aufhören? Los, wirf, Emily! Müssen wir wirklich? Er wird nur wütend. So einer hat nichts zu sagen. Wirf! Ich lasse mich doch nicht von euch gehört. Das ist mein Ball. Du kriegst ihn gleich wieder. Da hast du deinen Ball. Mein Ball. Und jetzt ist hoffentlich Ruhe. Ein neuer Ball. Er hat ein Loch reingestochen. Das kriegt er noch zurück. Mädchen, hört mal. Das wollte ich nicht. Wenn mein Papa den Ball sieht, der rastet aus. Und ich muss auf mein Zimmer und darf nie mehr raus. Quatsch. Nie mehr. Denk doch nach. Statt hier rumzuflennen, solltest du dir lieber mal überlegen, wie wir das dem Typ heimzahlen. Heimzahlen? Der hat deinen Ball kaputt gemacht. Soll der damit einfach durchkommen? Na, siehste. Und was willst du machen? Weiß noch nicht. Oder... Warte mal. Was ist? Mir ist gerade was eingefallen. Komm. Wohin denn? Zu dir nach Hause. Was hast du denn vor? Das erzähle ich dir auf dem Weg. Aber wenn das klappt, dann kriegst nicht du den Ärger, sondern der Penner. Also folgendermaßen. Einmal an der Friedhofsmauer rauf und runter ist ein Durchgang. Wir fahren 3 Durchgänge. Wer 2 gewinnt... Oh, was gibt's denn da zu erklären? Fahren wir. Also, 1, 2... Herr Boris, siehst du den Typen da vorne? Ja, und? Das ist doch der, den Bauer Finke auf dem Trecker hatte, dieser Penner. Wieso steht denn der jetzt mitten auf dem Weg? Na, den fahr ich über den Haufen. Spinnst du? Guck dir die mal an, Boris. Was? Das ist ja kein Bikini mehr. Da sieht man ja alles. Ach so, die. Hm, ein bisschen alt, wenn du mich fragst. Hast du auch wieder recht. Was hältst du von einer Runde Wasserball mit Kathi und Sina? Wie kommst du denn jetzt darauf? Sina hat mich vorhin gefragt, als ich Pommes holen war. Ja, Sina ist doch eine dämliche Kuh. Ich glaube, die steht auf dich. Aber ich nicht auf sie. Sei bloß nicht zu wählerisch. So kommst du nie zu einer Freundin. Ja, ja, ist ja gut. Also, ich finde die Sina süß. Süß? Hey, du redest echt wie ein Mädchen. Willst du vielleicht auch noch ein Kleid anziehen? Oh, du nervst. Boah, siehst du diese Riesenhupen? Oh, da würde ich gerne mal drauf treten. Was? Ach so. Ja, geil. Du guckst ja gar nicht richtig hin. Doch, doch, echt geile Möpse. Also manchmal denke ich fast, du... Was? Oh, nichts. Hast du gehört? Schon 11 Uhr durch. Solltest dich langsam mal eincremen. Könnte dir so passen. Was soll das denn heißen? Naja, von wegen, soll ich dir den Rücken eincremen und so? Verstehe ich nicht. Und wieso bist du dann rot wie eine Tomate? Ich werde überhaupt nicht rot. Von mir aus kannst du gern wieder Sonnenbrand kriegen. Aber jammer mir dann bloß nicht die Ohren voll. Ist ja gut. Wenn es dich glücklich macht, kannst du mir den Rücken eincremen. Wir cremen ihn dir selber ein. Ich hau ja ab. Dein dauerndes Gelaber geht mir sowieso auf den Geist. Hey Boris, warte. Du musst doch nicht gleich wegrennen. Wir sehen uns. Oder auch nicht. Jetzt warte doch, ich komm mit. Aber nur, wenn du endlich mit diesen blöden Anspielungen aufhörst. So, als ob bei mir irgendwas nicht klar wäre. Ist doch nur Spaß, reg dich ab. Ja, du bist doch der, der sich an keine rantraut. Ja, ja, ist ja gut. Und wenn hier bei einem was nicht klar ist, dann doch wohl bei dir. Was willst du jetzt damit andeuten? Ich glaube, du verstehst mich ganz gut. So ein Quatsch. Ich will nur nicht, dass unsere Freundschaft... Also wegen einer Tussi, das ist es doch nicht, oder? Das also denkst du von mir? Ich weiß nicht, was ich von dir denken soll. Jedenfalls würde ich gerne mal sehen, wie du eine Sache durchziehst, anstatt immer nur zu labern. Einmal nur. Komm, lass uns aufhören mit dem Scheiß. Das ist doch... Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen durch die Gegend düsen? Hm. Das ist auf jeden Fall besser, als mir dauernd deine dummen Sprüche anzuhören. Später vielleicht ein kleines Rennen an der Friedhofsmauer? Was meinst du? Vielleicht. Mal sehen. Der Verlierer holt dem Sieger einen runter. Oh, du kannst es echt nicht lassen, oder? Dein Gesicht solltest du erst mal sehen. Anhalten! Seid ihr komplett durchgeknallt oder was? Was soll denn das? Das hier ist ein Friedhof. Wir fahren hier immer unser Rennen. Ja, und von denen da drin wecken wir bestimmt keinen auf. Heute fällt das Rennen aber aus. Zischt ab, ihr kleinen Idioten. Du hast hier gar nichts zu melden. Genau, komm, Boris. Der Typ schreit regelrecht nach einer Abreibung. Mach bloß keinen Scheiß, Lars. Ich dachte, ich soll noch was durchziehen, wie ein Kerl. Aber doch nicht sowas. Wer ist jetzt hier die Tunte? Dann halt wenigstens mein Mofa. Bleib mir bloß vom Leib, du Früchtchen. Hey, der hat ein Messer. Der Kartoffelschäler beeindruckt mich gar nicht. Der blufft doch nur. Vielleicht aber auch nicht. Lass gut sein, Lars. Das ist es nicht wert. Du bist so eine feige Nuss. Ich frage mich die ganze Zeit, Junge, bist du jetzt mutig oder dumm? Manchmal ist das eine vom anderen nämlich nicht zu unterscheiden. Sei also klug. Wir können ja später wiederkommen, Lars. Der Kerl wird sich ja jetzt nicht hier häuslich niederlassen. Hör auf deinen Kumpel. Er ist cleverer als du. Okay. Schön, dass du Vernunft annimmst. Die Sache ist noch nicht gegessen. Was meinst du? Denk mal scharf nach, dann kommst du vielleicht selber drauf. Und dann, Boris, dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden sich nicht traut, uns durchzuziehen. Ist das auch wirklich wahr, was du da erzählst, Emily? Ich habe alles gesehen. Ich habe Emily gefragt. Sören, du siehst doch, wie verstört sie ist. Genau so war das. Und er hatte wirklich ein Messer? Ja. So lang war das. Den Ball hat er damit zerstochen. Und das war vorher oder nachher? Vorher, damit wir Angst kriegen. Halt du mal deinen Rand, ja? Emily? Vorher. Und wo hat er dich nochmal angefasst? Unterm Kleid. Unterm Kleid. Wir müssen was tun, Sören. Wenn wir nicht weggelaufen wären... Ist bestimmt über alle Berge. Und wenn er sich gerade an ein anderes Kind heranmacht... Nicht auszudenken. Ruf wenigstens die Polizei an. Was denkst du, werden die machen? Ich sag's dir gar nichts. Wir haben ja keine Beweise. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun. Ja, das werden wir auch. Ich gehe mal kurz zu Rudi rüber, bin gleich wieder da. Ihr beiden nicht weglaufen, hört ihr? Was hast du vor? Sören! Was ist denn los? Ist Rudi da? Stemmt Gewichte. Ah. Kann ich reinkommen? Klar. Sieht übel aus. Was? Ja, das blaue Auge und du läufst auch komisch. Soll ich jetzt sagen, ich bin auf der Treppe ausgerutscht? Nee, brauchst du nicht. Das ganze Haus kriegt mit, was hier los ist. Bei dem Krach. Entschuldige die Ruhestörung. Von wem sind die Blumen? Von Rudi. Na, siehst du. Was? Rudi! Besuch! Bleib liegen. Gitte, musst dich schonen. Ich bring dir das Frühstück ans Bett. Also, Rudi, wenn du denkst, damit ist es getan, dann ist... Warte noch einen Augenblick, ja? Habe ich dir geholt. Vom Blumenladen am Bahnhof. Rote Rosen, die sind echt schön. Es tut mir leid, Gitte, liebes Echt. Mir ist die Hand ausgerutscht. Es ist mit mir durchgegangen. Hättest ja nicht mit den Tellern werfen müssen. Vielleicht sollten wir uns... Nicht, Gitte, nicht. Wir lieben uns. Das ist alles, worauf es ankommt. Nur das. Rudi. Ich gehe auch wieder zu dieser Psychotante, wenn du willst. Das sollst du nicht für mich tun, Rudi. Schon klar. Ich will das. Wirklich. Jetzt will ich das. Kaffee fehlt noch. Was? Der Kaffee fürs Frühstück. Ach so. Kommt gleich. Ja. Ich stell dir das Radio an, ja? Wird definitiv der heißeste Tag des Jahres. Übrigens, was ihr auf eurem Auto findet, das ist kein Feenstaub, das ist Saharasand. Also, liebe Damen, wenn ihr euren abgetragenen Lover in die Wüste schicken wollt, dann ist das heute euer Tag. Und wer weiß, vielleicht begegnet euch ja schon hinter der nächsten Ecke ein schöner, fremder Mann. Hier ist der Kaffee. Was ist denn das für ein scheiß Lied? Ich suche dir gleich einen besseren Sender. Lass doch, mir gefällt das Lied. Nee, es gefällt dir nicht. Du kannst jetzt in aller Ruhe frühstücken. Wenn du was brauchst, rufst du mich einfach. Ich bin hinten trainieren. Fein. Danke. Sören ist da. Hast du die Klingel nicht gehört? Ich trainiere. Leg dich wieder hin. Oh, ja. Alter, Spaßfreund. Hi, Alter. Was liegt an? Die Gitte sieht aber ziemlich übel aus. Der geht's gut. Aha. Und dir? Geht's dir auch gut? Jo. Du gehst nicht mehr zur Therapie, sagt Sabine. Vielleicht gehe ich wieder hin. War's das? Nee. Hast du kurz Zeit für was? Kommt drauf an, was? Da ist so ein Penner, der kleine Mädchen angreifst. Wer sagt das? Er hat's bei Emily versucht. Und? Was willst du machen? Ihm klar machen, dass das nicht angehen kann. Mit schlagkräftigen Argumenten, verstehe? Ja. Bist du dabei? Ah, logisch, Mann. Sowas kommt mir jetzt gerade recht. Was hast du denn vor? Das wirst du schon sehen. Mach bloß keinen Quatsch. Ja, und du hör auf, wie eine Tussi zu quatschen. Na, ihr beiden, seid ihr mit dem Moorverfahren fertig? Nicht ganz. Ist mein Vater nicht da? Ah, da musst du noch mal weg. Das eilt ja nicht. Jetzt tut's mir fast ein bisschen leid um die Frieda. War mal eine brave Sau. Aber irgendwann kommt halt der Tag. Genau, Bauerfink. Irgendwann kommt der Tag. Was soll das werden? Was suchst denn du? Jetzt hör auf, mich zu nerven. Der Typ ist den Ärger doch gar nicht wert. Das heißt der Ärger, das wird ein Spaß. Ja, aber einer, mit dem du dir dein ganzes Leben versauen kannst. Mann, du musst mir nichts beweisen, Lars, wirklich nicht. Das hat sich vorher immer noch ganz anders angehört, schon vergessen. Ich will einmal sehen, dass du was durchziehst. Und diesmal werde ich was durchziehen, und zwar meinen Baseballschläger. Das heißt, wenn ich ihn finde. Ah, da ist er ja. Bist du jetzt total übergeschnappt? Ich schlag ihm schon nicht den Schädel ein. Ich will ihm nur ein paar blaue Flecken verpassen. Solche Typen, die kotzen mich nämlich an, verstehst du? Wir sind hier nicht in Berlin. Ja, was hat er hier zu suchen? Wir sind eine saubere Stadt, ohne solches Gesocks. Sag mal, hörst du dir eigentlich selbst zu? Du redest wie so ein Jungnazi. Ach, ist man jetzt gleich ein Nazi, bloß weil man solche Typen nicht abkann? Oh, mein Gott, Lars, was regst du dich denn auf? Morgen ist er wahrscheinlich wieder weg. Ey, beeilen wir uns. Kommst du? Also hier ist er nicht. Weit kann der nicht sein. Ich will nach Hause. Tja, wohin jetzt? Naja, wo geht so einer hin? Spielplatz. Und wo ist der nächste? Nussbaumweg. Versuchen wir es. Ich will aber nach Hause. Wir brauchen dich, Emily. Wir wollen ja nicht den Falschen erwischen. Christine hat ihn auch gesehen. Jetzt hörst du dann auf zu nölen, Fräulein. Hör dir die an, Fräulein. Ich ruf mal kurz Gitte an, ob es ihr auch gut geht. Sicher nicht schlechter als bei deinem letzten Anruf vor 10 Minuten. Sabine, wo sind die denn hin? Mein Gott, Gitte, du siehst ja schlimm aus. Jetzt sag schon, was los ist. Die suchen so einen Kerl, der sich an Emily rangemacht hat. Gott. Ist zum Glück nicht viel passiert. Sie ist gleich weggelaufen, als er ihr unter das Kleid gegrapscht hat. Ach, schrecklich, aber es bleibt doch bei heute Abend. Die gehen doch trotzdem zum Stammtisch, Sören und Rudi. Ja, ganz bestimmt. Ach, ich wollte den Rudi nicht fragen, der ist ja immer so misstrauisch. Ich glaube, bei dir drüben klingelt das Telefon. Oh, das ist ja bestimmt schon wieder. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Dank dir, Sabine. Was würde ich bloß ohne dich machen? Jetzt geh schon, Gitte. Hoffentlich finden die den nicht. Sag bloß nichts. Aber still. Tja, das war jetzt der letzte Spielplatz hier in der Gegend. Naja, Kinder gibt's natürlich nicht nur an Spielplätzen. Ich will nach Hause. Vielleicht sollten wir wirklich nach Hause fahren. Ich will die Gitte nicht so lange allein. Wenn der einem Kind was antut, das könnte ich mir nie verzeihen. Hast recht. Okay, wir drehen noch ein paar Runden. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Er ist sicher noch im Ort, macht irgendwo ein Nickerchen. Fahr los. Fahr hinten rum, da waren wir noch nicht. Bin doch schon auf dem Weg. Hey, hey, hey! Da vorne ist einer. Mach mal langsam. Da, an der Friedhofsmauer. Hab ihn schon gesehen. Seht ihn euch mal an, Kinder. Ist er das? Ich weiß nicht. Das ist er! Hey, wieso fährst du vorbei? Ich park nur den Wagen hinter der Ecke. Die Kinder müssen ja nicht alles mitkriegen. Was tut ihr jetzt? Wir führen ein kurzes Gespräch. Eins, das er nicht vergessen wird. Ich frag dich jetzt zum letzten Mal, Emily. Der Mann hat deinen Ball kaputt gemacht und dir unter das Kleid gefasst. Stimmt das so? Ja, das stimmt. Wenn ihr nicht die Wahrheit sagt, dann reißen wir euch den Kopf ab. Hör auf, Rudi. Das ist der das gemacht hat. Emily? Dann los. Und ihr beiden bleibt im Auto, klar? Aber es stimmt doch nicht, was wir gesagt haben. Und was ist mit deinem Ball? Aber das andere. Das wollte der aber. Garantiert. Hey, du da. Hey, Penner. Ja. Ich? Siehst du hier noch einen Penner? Sogar 2. Ja. Ja. Steh gefälligst auf, los. Aua. Steh auf. Willst du? Nicht, Rudi. Was wollt ihr überhaupt? Erinnerst du dich noch an das Mädchen mit dem Ball? Ach so, das? Ja, genau das. Ich bin der Vater. Ich wollte das nicht. Da ist einfach was mit mir durchgegangen. Und jetzt geht mit mir was durch. Warte, Rudi. Rudi! Wieso denn? Er hat's doch zugegeben. Ja, trotzdem. Lass mich in Ruhe. Sieh dir den an, Sören. Der hat ein Messer. Und ich steh zu, das verrate ich dir. Da kriege ich ja richtig Angst. Warte, vielleicht holen wir doch besser die Polizei. Lass mich nur machen. Wegen dem Brieföffner mache ich mir noch nicht in die Hose. Da! Rudi! Da! Rudi, hör auf, Rudi! Willst du ihn umbringen? Rudi! Was ist denn los? Scheiße, der bewegt sich nicht mehr. Aber der atmet doch. Oh. Stimmt, Gott sei Dank. Ein Arzt. Mensch, ein Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Bist du bekloppt? Was willst du dem denn sagen? Verdammte Scheiße nochmal. Komm, Machen wir uns vom Acker. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt warte. Was ist denn noch? Wir können ihn doch nicht liegen lassen. Warum denn nicht? Bis hier einer vorbeikommt, ist er krepiert. Ja, selbst wenn. Die Polizei wird ermitteln, Mensch. Und bist du sicher, dass uns niemand gesehen hat? Und die Kinder, die Kinder, mein Gott, die Kinder sitzen gleich hinter der Ecke im Auto, keine 20 Meter von hier. Wir kommen vor Gericht und dann in den Knast. Und Sabine und Gitte sind dann weg, das ist dir doch auch klar. Scheiße! Dann bringe ich das eben jetzt hier zu Ende. Was? Rudi! Das war garantiert ein Schrei. Ich habe nichts gehört. Das musst du gehört haben, Emily. Boah, vielleicht haben sie dich... Ich will nach Hause. Wo ist Rudi? Der bleibt hier. Ist der tot? Rudi? Wie kommst du denn drauf? Der hässliche Mann. Ist der tot? Spinnst du? Dem Mann wurde schlecht und der Rudi bleibt bei ihm. Ich bringe euch jetzt nach Hause. Der ist doch tot. Red bloß keinen solchen Quatsch, Christine, hörst du? Und ich will, dass ihr beiden euch die nächste Zeit nicht seht. Oder am besten überhaupt nicht mehr. Das meine ich ernst. Warum denn? Weil du nicht gut bist für Emily. Er ist weg. Oh, Scheiße. Fahren wir wieder. Na, nicht so schnell. Was ist das? Was meinst du? Na, der Fleck auf der Straße. Ja, vielleicht hat einer Öl verloren. Ja, das ist doch kein Öl. Das ist Blut. Und noch ziemlich frisch. Hey, da im Gestrüpp, da liegt was. Warte mal. Hey, ist das nicht die Tüte von dem Penner? Ja, kann sein. Kipp sie mal aus. Ja. Boah, mein Gott. Boah. Angefaulte Orangen. Was ist das? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Oh, zerrissene Klamotten. Oh, ich kotze gleich. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Uns ist jemand zuvorgekommen. Was meinst du damit? Jemand war vor uns da und hat den Penner vermöbelt. Vielleicht sogar kalt gemacht. Meinst du wirklich? 100 Pro. Vielleicht die Glatzen, die immer auf dem Rathausplatz rumhängen. Ja, sollten wir dann nicht die Polizei holen? Ja, was sagen wir denen? Dass wir den Penner auch vermöbeln wollten, aber leider nicht schnell genug waren? Ja, das müssen wir denen ja nicht sagen. Vielleicht ist ja auch gar nichts passiert. Ein Penner hatte Nasenbluten und seinen Müll entsorgt. Ja, aber vielleicht liegt er ja auch irgendwo und die Bullen könnten ihn retten. Ach, tu, was du nicht lassen kannst. Ich mach mich jedenfalls vom Acker. Wenn die Bullen uns hier mit einem Baseballschläger finden, kommen die glatt auf die Idee, wir hätten dem Penner was gesagt. Auf den Stress habe ich echt keine Lust. Ruhig, Gitte. Wird alles gut, wirst sehen. Der war so komisch heute. Was ist da los? Keine Ahnung, aber Sören war auch merkwürdig. Irgendwie so still. Was ist da passiert? Was haben die gemacht heute Nachmittag? Nichts, was für uns wichtig ist. Was, wenn Rudi was ahnt? Dann wäre er wohl hier, oder? Und wenn er am Bahnhof wartet? Ja, wieso sollte er das tun? Ja, um mich zu testen. Mach dich nicht verrückt, Gitte. Oder willst du bleiben? Nein, auf keinen Fall. Na dann los. Hast du alles? Fahrkarte, Ausweis, sonstige Papiere, Geld? Alles hier drin. Dann los. Mann, Leute, habt ihr auch so geschwitzt den ganzen Tag? 42 Grad im Schatten, der heißeste Tag des Jahres. Damit verabschiedet sich die nordafrikanische Hitze auch aus unseren Breiten, und zwar mit Pauken und Trompeten. In den westlichen Landesteilen knallt es schon ziemlich heftig. Also passt auf euch auf und verlegt eure Gartenpartys lieber nach drinnen. Und hier kommt... Und, wie geht's ihm? Er ist total durch den Wind, halt noch immer wie ein Baby. Gitte war sein Ein und Alles. Das hätte er sich mal früher überlegen sollen. Du hast aber mit Gittes Verschwinden nichts zu tun, oder? Und wenn? Na, dann würde ich sagen, gut gemacht. Ach ja? Eines Tages hätte sie ja schlagen. Du bist irgendwie anders seit gestern. Willst du mir nicht endlich sagen, was da passiert ist? Wie gesagt, nichts Besonderes. Mir ist nur klar geworden, wie glücklich ich bin mit dir und mit Emily. Und wie zerbrechlich dieses Glück ist. Ja, wir haben es wirklich gut. Schluss jetzt. Jetzt komm her. Ich muss mich um die Wäsche kümmern. Oh, das kann doch warten. Tut mir leid, erst die Arbeit. Papa? Na, Emily, wie geht's dir? Oh, nicht so gut? Das wird wieder, mein Schatz. Der böse Mann wird dir nichts mehr tun. So böse war der vielleicht gar nicht. Was meinst du damit? Was meinst du damit, Emily? Oh, ist ja gut, meine Kleine, ist ja gut. Nicht mehr weinen, ne? Weißt du was? Wir reden einfach nicht mehr über die ganze Sache. Was immer war, wir tun so, als hätte es das nicht gegeben. Glaubst du, das geht? Schau mal, dein Papa war heute Morgen schon in der Stadt und hat etwas für dich besorgt. Ein Ball? Ja, und er sieht genauso aus wie dein Alter. Wenn du willst, spielen wir im Hof damit. Willst du? Keine Lust. Na ja, dann vielleicht später. Papa? Ja, Emily? Christine meint, der Mann ist er... Du sollst doch nicht mehr über den Mann reden, Emily. Auch nicht an ihn denken. Es war einfach nur ein Traum, verstehst du? Und jetzt sind wir aufgewacht. Alles vorbei. Komm her, mein Schatz, komm her. Dein Papa hat dich ganz toll lieb. Der heißeste Tag des Jahres von Andreas Götz.